Damn, I'm freezing. Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Die Schneehütte hilft nicht mehr dabei, den Lagerkoller, also das Lagerkollerrisiko zu senken. Und das bedeutet, wir müssen im Freien kampieren. Noch schlechter könnten die News kaum sein, denn im Freien kampieren ist ja nur in einer wirklich windgeschützten Ecke möglich. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich probiere es mal hier. Es ist klar, dass wir ohne Feuer nicht hier bleiben können, aber ich hoffe zumindest, dass das Feuer anbleibt. Und zwar hier drin. Hier haben wir den Windschutz. So weit, so gut. Hier hätten wir das. Wir versuchen erstmal. Achso, das bringt gar nichts. Also ich muss das Feuer machen. Ja, also damit wird das Spiel ja unglaublich schwierig. Und das ist tatsächlich jetzt das letzte Update. Denn das war ja bisher meine Praxis. Das aufzuhalten. Und ich bin noch nicht mal sicher, dass das jetzt hier funktioniert. Aber wir werden es gleich sehen. Ich habe jetzt 2 Stunden. Ich mache in jedem Fall in den 2 Stunden was Nützliches, nämlich Wasser. Und sage 2 Stunden. So, wir schauen erstmal. Wir sind bei 22%. Und sage 2 Stunden warten. Take a drink. So, und jetzt schauen wir. Und wir sind nach wie vor bei 22%, Leute. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das heißt, man kann das Lagerfeuer, den Lagerkoller hier nicht senken. Er steigt zwar nicht, aber das ist nur eine geringe, ein geringer Trost. Also was mich auch skeptisch macht, dass der Lagerkoller ja noch nicht mal mit dem Schlafsack im Freien sich hat eindämmen lassen. Ich probiere es jetzt nochmal hier. Ich hoffe, die Höhle wird nicht mittlerweile von einem Bären bewohnt. Dann habe ich ein echtes Problem. Also noch mehr im Freien kann man jetzt kaum sein.
Und wenn das nicht klappt, gibt es nur noch die Chance, in eine Höhle zu gehen. So, also hier dürfte so schnell kein Wind reinwehen. Aber auch das war eine Täuschung. Oh je, oh je, oh je. Gut. Hilft nicht zu jammern. Ich muss erstmal zurück. Gerade tatsächlich ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Ich schau mal, was meine Schneehütte macht. Auch wenn ich dort. Aber bei dem Sturm, das wird nichts bringen. Ich sehe noch nicht mal unser Haus. Da ist es. Also ich muss mich erstmal hier aufwärmen. Also, das, Freunde, ist brutal. Weil sich dadurch das Game ja komplett ändert. Einmal aufwärmen. Einmal umdrehen. Und ab in die Schneehütte. Da werde ich es wahrscheinlich auch nur kurze Zeit aushalten. Hoffe, ich finde sie überhaupt bei dem Schneegestöber. Ja, hier. Zwei Pfeile abwärts ist schon mal schlecht, aber ich kann zumindest warten. Und muss jetzt aber wieder raus. Und laufe zurück. Wow, damit habe ich jetzt echte Schwierigkeiten. Also, ob die Entscheidung gut war, so vom Game Design. Ich meine, man kann natürlich einwenden, dass das immer auch so ein bisschen so ein kleiner Cheat war. Man ist irgendwie in der Bude, hat man einen Lagerkoller und dann geht man 3 Meter vor die Tür und setzt sich da in eine Schneehütte und auf einmal ist alles wieder gut. Kann man einwenden, aber wenn das so ohne Ankündigung sich plötzlich ändert, dann ist natürlich schwer, sich da anzupassen. So, und ihr seht, wir kühlen entweder aus oder wir sind jetzt schon komplett müde. Und unsere Energie ist so gering, dass mir gerade so ein bisschen die Fantasie fehlt, wie ich das Ding aushalten soll. Da ist unsere Hütte, okay.
Und wir können uns jetzt in der Hütte noch nicht mal mehr aufwärmen. Bei 17 Grad. Okay, also zurück. Lagerkoller ist bei 34, also steigt. So, okay. Der nächste Versuch, also das wird jetzt eine richtige Krise, das ist klar. Der nächste Versuch ist die Höhle, die geschlossene Höhle. Dazu muss ich aber, ich überlege gerade, wie ich das am besten anstelle. Hab ich denn? Ja, ich habe hier noch was. Ich brauche den. Kanister umwenden. Ach so, nein. Ich will die auffüllen, genau. Sonst komme ich ja gar nicht durch die Höhle durch. So, was ja schon mal ein Beitrag wäre. Ja, ich muss mich hier noch mal kurz aufwärmen. Wo bin ich hier? Hier ist der Spind. Da. Was ja schon mal auf jeden Fall hilfreich wäre, wenn in den Höhlen draußen der Lagerkoller nicht steigen würde. Also in diesen großen Höhlen. Es war ja bislang so, dass diese Geschichte behandelt wurde wie eine no wie normaler wie eine normale wie ein Haus beispielsweise. Und ey Leute, ich sehe gar nichts. Ich sehe mich jetzt gezwungen, das mal zu nehmen. Ich muss die anmachen. Und es könnte sogar sein, dass ich die zweite Spitze brauche. Um das Seil in die Höhle runterzuklettern. So. Okay. Und jetzt werden wir es sehen. Ich habe einen Lagerkoller von einund, also ein Risiko von 41%. Ich gehe hier durch und wir werden jetzt sehen, ob in der Höhle der Lagerkoller steigt. Wenn er steigt, oder das Risiko steigt, muss ich das Seil runterklettern. Bisschen zu weit. Ah ja, und das mitten in der Nacht. Und muss in diese andere Höhle rein. Und das schmeckt mir. Und so erschöpft wie ich bin, kann ich eben nicht einfach so runterklettern. So, 42%. Okay, also auch diese Hoffnung ist zerschlagen. Hier drin werden wir auf jeden Fall einen Lagerkoller kriegen. Wir müssen also raus. Und ja, das Problem ist, ich komme das Seil gar nicht runter, wenn ich so entkräftet bin. Ergo muss ich mir auch diese zweite Notfallspritze reinpfeifen. Boah, also was das für Konsequenzen hat mit
dieser veränderten Lagerkoller-Geschichte, das ist schon wirklich dramatisch. So, ich kann. Also, was ich noch machen werde, ich werde mich hier noch aufwärmen, weil ich laufe jetzt durch den Sturm. Also, wie ich das im Moment einschätze, ist das die größte Krise, die wir bislang hatten. Also, ich glaube, so dicht am Tod waren wir bislang noch nie. Und ich bin skeptisch, ob wir das schaffen, ob wir das reißen. Weil das ist wirklich ein Genickbrecher. Also damit wird der Interloper ja noch mal richtig schwer. So, ich werde mich hier aufwärmen kurz. Oder vielleicht sollte ich so zumindest eine Stunde schlafen, ja. Auf jeden Fall 76 Tage, so dicht daran, zumindest meinen Rekord einzustellen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Ich will die Hoffnung nicht zu früh aufgeben. Aber das ist brutal. Nicht irgendwas ablegen. Ich meine, wir sind sowieso überladen. Das heißt, jetzt ein bisschen schneller laufen. Nee, wir können gar nicht mehr laufen. Ich fürchte, wir kommen nicht mal das Seil runter. Obwohl mit der Adrenalinspritze wird es schon klappen. Aber das bedeutet, wir haben jetzt für die Aktion zwei Adrenalinspritzen verbraucht. Also gut, nicht zu weit vorgreifen. Wir müssen das Ding, also erstmal die Nacht überleben. Und dann schauen wir weiter. Das bringt mich echt in Schwierigkeiten. Das spare ich mir jetzt. Das ist ziemlich painful. Ja, eine eher unangenehme Erfahrung. Auf der anderen Seite, für diesen Thrill machen wir ja The Long Dark und spielen nicht Angry Birds. Trotzdem.
Das haut einen ganz schön aus den Socken. Jetzt kann man natürlich argumentieren, in dem Moment, als das mit der Hütte im Pleasant Valley nicht geklappt hat, hätte man ja schon gewarnt sein können. Aber es gibt ja auch keine Möglichkeit, das auszutesten, bevor der Lagerkoller tatsächlich nicht auszukosten, auszuprobieren, bevor der Lagerkoller tatsächlich einsetzt. Das heißt, ja, man hätte das gedanklich vorbereiten müssen. Man hätte gedanklich sofort bereit sein müssen, hier runter zu gehen. Habe ich aber ja, so nicht sofort realisiert. So, hier müssen wir uns jetzt die Spritze reinhauen, sonst werden wir dieses Seil nicht runterkommen. So, und damit hätten wir jetzt zumindest die Nacht. Die Frage ergibt sich aber trotzdem, wie man das in Zukunft regeln will. Hoffe, so weit sind wir noch gar nicht. Wollen wir erstmal diesen Tag regeln. So, Spritze verwenden. Blätterseil zu überladen. Okay, dann lege ich noch die Fackel ab. Schnell, was kann man ablegen? Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. What else? Das braucht man nicht. So. Und runter. Button Trip. Gut, also so oder so müssen wir hier ein paar Tage verbringen. Weil wir sind nun mal jetzt hier und müssen natürlich die Zeit nutzen. Vorsicht, wohl. Ne. So, rein in die gute Stube. Okay, so dann. Jetzt haben wir gar nichts zu essen. Ah, jetzt, das ist ja das nächste Ding. Also gar nichts zwar nicht, aber sehr wenig. Gut. Trinken. Dann werden wir das jetzt so abpassen, dass wir genau so viel schlafen, wie wir Kalorienreserve haben. Genau, 6 Stunden ist doch zumindest etwas. Boah, Leute, was für ein Trip. Also, ich brauche erstmal eine Pause. Ich muss mal safen, muss mal kurz in mich gehen und mir überlegen, wie ich dieses Ding löse, weil, ja, das stellt uns echt vor Schwierigkeiten. Wir haben geschafft 78 Tage, aber ob wir noch die nächsten 3 überstehen, steht in den Sternen. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.